Frankreich fordert mehr Zeit für die Evakuierungsflüge aus Kabul. Man sei besorgt, so Außenminister Jean-Yves Le Drian, wegen der von den USA angekündigten Frist bis zum 31. August. Die Lage am Flughafen bleibt chaotisch. Bei einem Schusswechsel dort wurde ein afghanischer Soldat getötet. Auch die Bundeswehr war in das Feuergefecht verwickelt. Tausende, die vor den Taliban fliehen wollen, versuchen weiter auf das Flughafengelände zu gelangen. Viel mehr als ihr Warten erträglicher zu machen, können sie nicht tun. Türkische Soldaten verteilen Wasser und andere Hilfsgüter an die Menschen vorm Flughafen in Kabul. Es sind Tausende. Doch die Zeit, in der eine Ausreise für sie im Bereich des Möglichen liegt, neigt sich dem Ende entgegen. Und um sie herum wird die Lage immer chaotischer, berichtet Außenminister Heiko Maas vor einer erneuten Sitzung des Krisenstabs. Aus diesem Grund empfehlen wir aktuell nicht, sich auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben. Wir versuchen mit den Möglichkeiten, die wir haben, zusammen mit unseren internationalen Partnern vor Ort, auch dafür zu sorgen, dass trotz der schwierigen Situation rund um den Flughafen die Menschen in den Flughafen gebracht werden können. In den frühen Morgenstunden hatten unbekannte Angreifer das Nordtor, einen der entscheidenden Zugänge für die Rettung ausländischer und afghanischer Schutzbedürftiger, unter Feuer genommen. Dort waren auch deutsche SoldatInnen eingesetzt zur Sicherung, neben den verantwortlichen Amerikanern. Nachdem die Untersuchung vor Ort stattgefunden hat, blieb leider zu beklagen, dass ein afghanischer Mensch gestorben ist, der sich dort in der Sicherung befunden hat. Drei Verletzte wurden verzeichnet. US-Präsident Joe Biden hat eine Verlängerung der Evakuierung über den 31. August hinaus angedeutet. Doch ein Sprecher der Taliban drohte in einem Interview mit dem Sender Sky mit Konsequenzen. Sollten die Rettungsflüge im September, also nach Ablauf des vereinbarten Abzugs, weitergehen, dann sei eine rote Linie überschritten, so Suhail Shahin wörtlich. In Kabul selbst und in anderen Städten sind Märkte wie auch Geschäfte wieder geöffnet. Ämter und Banken aber haben nach wie vor geschlossen. Seit die Taliban Kabul übernommen haben und sich das Regierungssystem geändert hat, ist die Sicherheitslage in Kabul sehr gut. Aber es gibt immer noch Menschen, die Bedenken haben und ihre Bedenken nicht äußern können. Aber es regt sich auch Widerstand im Land. Im Norden Afghanistans wurden die Taliban von örtlichen Milizen attackiert. Außerdem ist das Panjshir-Tal, 150 Kilometer von Kabul entfernt, noch nicht unter der Kontrolle der radikal-islamischen Kämpfer. Hier formierte sich bereits in den 1990er Jahren eine Front. Über direkte Kampfhandlung ist dort jedoch nichts bekannt. Über die Situation in Kabul können wir sprechen mit Emran Feroz, der seit fast einem Jahrzehnt aus und über Afghanistan berichtet, gerade in seinem Buch Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Wenn Sie alle Meldungen des Tages zusammennehmen, verschlechtert sich die Situation gerade rund um den Flughafen? Ja, auf jeden Fall. Also die Situation am Flughafen ist wirklich sehr chaotisch und man sieht, wie unorganisiert das Ganze abläuft. Auch die ganzen Evakuierungsmissionen, eine absolute Schande, was hier passiert und wie auch Ortskräfte und andere gefährdete Menschen zurückgelassen werden. Ich zitiere eine Aktivistin, die heute oder gestern irgendwo gepostet hat, die Arbeit, die Regierungen hätten eigentlich in den letzten Monaten voranbringen müssen. Diese Arbeit wird jetzt nun von freiwilligen Helfern und so, auch viele von ihnen im Ausland, irgendwie übernommen. Jeder macht Überstunden, um so viele Menschen wie möglich zu retten und rauszuholen. Und das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis. Die USA wollen eigentlich nur noch bis Ende August am Flughafen bleiben. Welche Folgen wird die Ankündigung aus Ihrer Sicht haben? Naja, ich frage mich, wie das logistisch überhaupt möglich ist, einerseits. Andererseits wird diese Ankündigung zu noch mehr Panik führen. Es gibt bereits schon genug Chaos am Flughafen. Es gibt auch viele Gerüchte und falsche Informationen. Ich stehe auch die ganze Zeit mit Menschen in Kontakt, die raus wollen. Und es überrascht mich teils, was die hier alles schon gehört haben. Und da sind zum Teil auch viele falsche Vorstellungen im Raum. Und anstatt hier eine Deeskalation zu sehen, sehen wir jetzt noch weitere Panikmache und das wird sicher nicht schön enden. Im Vorwort Ihres Buches, da schreiben Sie, dass der Westen in jeder Hinsicht gescheitert sei. Und Sie haben das eben schon vor der Machtübernahme der Taliban geschrieben. Wie lässt sich denn jetzt im Scheitern noch irgendetwas retten? Naja, das ist eine gute Frage. Ich denke, der Westen ist tatsächlich nach 20 Jahren hier
extrem gescheitert. Ich meine, wenn wir zum Beispiel die westliche Invasion mit jener der Sowjets vergleichen, da haben es sogar die Sowjets geschafft, in 10 Jahren einen stabileren Apparat in Kabul aufzubauen. Das war trotzdem eine brutale Diktatur, aber dieser Apparat hat sich 3 Jahre am Leben erhalten können und ist erst 1992 gestürzt worden von den Mujahideen, während hier während des Abzugs schon alles in sich zusammenkracht nach 20 Jahren. Und das ist auf jeden Fall ein Scheitern. Aber was man jetzt machen sollte, ist vielleicht nach 20 Jahren zu dem Punkt kommen, wie man hier realistisch den Menschen helfen kann, wie man konstruktiv etwas machen kann, ohne Bomben abzuwerfen, sondern in erster Linie wirklich weiterhin Gespräche zu führen und das Interesse nicht verlieren. Meine Sorge ist ja, dass nach diesen 2, 3 Wochen wieder alles vergessen wird und wir fokussieren uns dann wieder auf die nächste Corona-Welle und was weiß ich was alles und niemand interessiert sich dann noch für Afghanistan. Welchen konkreten Vorschlag hätten Sie denn, wie man Afghanistan helfen könnte? Sie müssen bedenken, dass auch wenn wir jetzt die Taliban hier in irgendeiner Form an der Macht sehen werden, wird Afghanistan weiterhin von internationalen Hilfsgeldern abhängig sein. Das wissen auch die Taliban. Ich glaube, das weiß jeder Akteur, der mittlerweile mit diesem Staat zu tun hat oder dort irgendeine Verantwortung übernehmen will. Ohne ausländische Gelder wird es nicht gehen. Und diese Gelder müssen weiter fließen, um auch Druck auf die Taliban auszuüben und sie quasi im Auge zu behalten. Ansonsten ist es sicher nicht gut, wenn hier jetzt die ganze Bevölkerung sanktioniert wird und quasi hier im Kollektiv bestraft wird. Weil es ist ja klar, dass nicht jeder in diesen Tagen zum Flughafen rennt, um das Land zu verlassen, sondern die Mehrheit des Landes wird dort weiterhin verbleiben. Emran Feroz, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie heute Abend Zeit hatten. Danke gleichfalls. Raus aus Afghanistan, das wollen weiterhin Zehntausende aus Furcht vor den Taliban. Gerade Ortskräfte, die für westliche Staaten gearbeitet haben, fürchten Racheaktionen. Umso glücklicher die, die es kurz vor der Übernachtübernahme der Taliban außer Landes geschafft haben, zum Beispiel in die USA. Hier wohnt Mirza jetzt. Ein Cousin hat in der Nähe von Seattle sein Haus für Mirza und dessen 6-köpfige Familie geöffnet. Wie die meisten Afghanen, die vor den Taliban fliehen, fürchtet er Vergeltung und will anonym bleiben. Bei unserem Besuch wartet die Familie draußen. Ich mache mir große Sorgen, wenn ich mit Familienmitgliedern spreche. Die meisten wissen, dass ich hier bin und in den USA in Sicherheit bin. Aber das ist wiederum ein großes Sicherheitsrisiko für den Rest meiner Familie. Wegen mir könnten sie in Gefahr sein. Das ist eines der letzten Familienfotos, das in Kabul gemacht wurde. Nach 3 Jahren Wartezeit hat der ehemalige Bauarbeiter der US-Botschaft ein Visum bekommen. Einige Tage bevor die Taliban Kabul einnahmen, flohen er und seine Familie mit einem der letzten kommerziellen Flüge. Die Taliban haben bewiesen, dass sie schlechte Menschen sind. Sie haben bereits Journalisten getötet und Leute, die internationale Organisationen unterstützen. Ich hatte Angst, dass sie mich töten, weil ich für die Amerikaner gearbeitet habe. Das ist der Hauptgrund, warum ich Afghanistan verlassen habe. Mirza und seine Familie haben im Bundesstaat Washington Zuflucht gefunden. Nächste Woche werden sie in ihre eigene Wohnung ziehen. Innerhalb eines Monats, so hofft er, werden seine Kinder zur Schule gehen können. Ich glaube, dass wir eine gute Zukunft haben werden. Hier ist es sicher, es herrscht Rechtsstaatlichkeit. Und das ist das Wichtigste, worauf wir hoffen. Mirza weiß, dass seine Familie und er es geschafft haben. Aber ihre Flucht hat einen hohen Preis. Mirzas Mutter wird nicht nach Amerika kommen können. Er sagt, es sei unklar, ob er sie jemals wiedersehen werde.